In diesem Video zeige ich dir eine neue Möglichkeit, eine Krawatte zu binden in nur 10 Sekunden, die sogar jeder Anfänger ganz einfach nachmachen kann. So funktioniert es. Schnapp dir die Krawatte und lege sie jetzt, so wie du es bei mir sehen kannst, auf deinen Arm. Die Spitze der Krawatte sollte jetzt in der Armbeuge liegen. Nimm jetzt das andere Ende und schwinge es einmal über deinen Arm drüber. Es sollte jetzt so aussehen, wie du es hier bei mir sehen kannst. Richte es noch ein wenig und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Jetzt nimmst du wieder das Ende und drehst es noch einmal um deinen Arm. Und das Ganze machst du jetzt auch noch ein drittes Mal. Am Ende bleibt hier unten nur eine sehr kleine Spitze übrig. Wenn es jetzt bei dir so aussieht, hast du schon alles richtig gemacht. Jetzt gehst du dann mit deiner Hand durch den oberen Balken und ziehst den unteren einmal durch. Das heißt, wir ziehen jetzt den mittleren nach oben durch. Ziehe jetzt deinen Daumen nach oben, lass dann alles andere aus deiner Hand los und ziehe jetzt an dem längeren Teil der Krawatte. Dadurch festigst du den Knoten und kannst ihn einmal richtig schön festziehen. Jetzt musst du ihn nur noch ausrichten und schon hast du die Krawatte super schnell gebunden und das selbst, wenn du es bisher sonst nie geschafft hast auf die herkömmliche Art. An dem hinteren Teil kannst du die Schlaufe jetzt variieren, damit du mit deinem Kopf durchsteigen kannst und das Ganze dann wieder eng ziehen kannst. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du mit einer Kartoffel über dein Auto reiben solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.